doch schön, dass Jesus und dass ihr... Ja, wow, wie kommt man nach sowas zu einer Predigt? Das ist gar nicht so einfach. Vor allem auch, wenn es dann um das Thema Toleranz noch geht, in Anbetracht von diesem ganzen Konflikt. Und ich muss euch ehrlich sagen, wir waren gestern Morgen schon hier, hatten ein Leitertreffen, haben da schon für die Geschichte gebetet, auch so kurz. Und ich glaube, in dem Moment haben wir alle wahrscheinlich gar nicht realisiert, was da noch so alles passiert und wie dieser Tag laufen würde. Und gestern Morgen, der Jürgen hat es auch schon gesagt, da bin ich auch eher davon ausgegangen und habe gedacht, naja, das ist einer der in Anführungszeichen üblichen Konflikte, die es ja doch immer wieder gibt, so gut wie jedes Jahr eigentlich. Und nach ein paar Wochen ist dann irgendwann wieder Ruhe. Im Moment sieht es jetzt nicht danach aus. Das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte, wie alles, was die letzten 50 Jahre dort passiert ist. Und ja, wir werden sehen. Aber wenn man über dieses Thema Toleranz dann jetzt so nachdenkt, um jetzt diesen Sprung zu versuchen, wir hatten vor ein paar Wochen, habe ich schon mal darüber gepredigt und ich habe gedacht, ich setze es noch ein bisschen fort mit so ein paar praktischen Ideen dazu heute Morgen. Und irgendwie gestern Mittag habe ich dann gedacht, nee, also eigentlich, das, wie will ich jetzt über dieses Thema predigen? Ja, so viel Intoleranz, wenn man so sieht, wenn man da die Nachrichten einschaltet, so vieles, wo du dich wirklich zusammenreißen musst, um nicht auch in diese Hassgeschichte mit einzusteigen, auch wenn man manche extrem verstörenden Videos sieht, die zum Teil auch durch unsere Gruppen gingen, wo du sagst, das ist Wahnsinn, das grenzt schon an traumatisierend zum Teil. Und dann zu sagen, jetzt über Toleranz zu reden und zu sagen, hey, Nächstenliebe, wow, es ist nicht einfach, oder? Und wir sind ja gar nicht vor Ort, wir sind ja ziemlich weit weg, wenn man so sieht. Ich will nicht wissen, wie das vor Ort dann aussieht. Aber ich glaube, vielleicht ist es gerade deshalb auch dran, drüber zu reden auf der anderen Seite und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es eben diese Herausforderung ist und weil wir auch Antworten brauchen als Christen. Wir können nicht einfach nur dastehen und sagen, ja, es ist halt so und ja gut, irgendwann wird es schon weitergehen oder so. Irgendwann kommt Jesus und dann. Das hilft begrenzt, um es mal so zu formulieren. Wir brauchen auch jetzt Antworten, wir müssen auch jetzt für irgendwas stehen. Wir können nicht nur passiv zuschauen. Ja, wenn wir kurz zurückschauen auf die letzte Predigt zu diesem Thema, schon ein paar Wochen her jetzt, aber vielleicht erinnern sich manche noch dran. Wir haben uns ja damals die Frage gestellt, ist Toleranz eigentlich eine christliche Tugend oder nicht? Oder wie christlich ist diese Toleranzidee überhaupt? Wir sind dann an dem Punkt rausgekommen, dass wir gesagt haben, Toleranz ist durchaus in vielen Punkten christlich und vor allem aber ist Nächstenliebe was sehr Christliches. Und es geht eigentlich noch drüber raus, über diese Idee von Toleranz an vielen Stellen. Wir hatten drei Punkte aus Matthäus 5, dass es wichtig ist, eigene Überzeugungen zu haben, eine eigene Meinung zu haben, dass das die Ausgangsbasis ist für jede Form von Toleranz überhaupt. Weil wenn du keine eigene Meinung hast, ist es ein bisschen schwierig mit der Toleranz. Woher will ich dann wissen, was ich tolerieren kann und was nicht? Dann habe ich ja gar keinen eigenen Standpunkt, dann schwimme ich ja eigentlich einfach nur mit. Und das ist auch nicht die Idee. Dann ging es darum, Spannungen innerlich auszuhalten, die da sind. Ja, da haben wir vielleicht jetzt noch ein paar mehr davon. Aber das ist deshalb genauso wichtig wie damals. Und dann ging es noch darum, wie leben wir das praktisch nach außen. Und da will ich heute Morgen auch noch mal ein bisschen einen Schwerpunkt drauf legen. Jetzt kann man sich natürlich fragen und sagen, dieses Thema Toleranz, warum ist es denn überhaupt so wichtig? Ist es nicht eher außerhalb unserer christlichen Welt immer so ein wichtiges Thema, wo ganz viel draus gemacht wird? Aber haben wir denn wirklich so viel damit zu tun und ist es wirklich so entscheidend auch für uns? Genau, das ist unser Thema. Wie kann das praktisch aussehen? Und in der Vorbereitung für die Predigt habe ich mich ein bisschen mit ChatGPT unterhalten zum Thema und habe gedacht, mal sehen, was da so kommt an der Ecke. Und das fand ich ein interessantes Zitat, muss ich sagen. Toleranz ermöglicht es, die Vielfalt der Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse anzuerkennen, was die Grundlage für echte Nächstenliebe schafft. Ich habe gedacht, hey, das ist echt ein Volltreffer, diese Idee. Hätte ich jetzt nicht besser formuliert gekriegt, aber nein. Gedacht, künstliche Intelligenz manchmal, ja, hat schon was, wenn man das so liest. Und ich glaube, es bringt es ziemlich auf den Punkt, warum dieses Thema für uns wichtig ist. Weil wenn wir über Nächstenliebe reden, wie entsteht denn Nächstenliebe? Und ich weiß ja nicht, wie so in deinen Beziehungen läuft, aber stell dir vor, du bist verheiratet und du sagst deinem Partner, deiner Partnerin, hey, ich liebe dich und über alles und so und siebter Himmel und überhaupt. Aber alles, was du machst, finde ich eigentlich total falsch. Was du glaubst, ist total blöd und deine Ansichten sind total doof und du hast die völlig falsche Motivation in allen Dingen und so, aber ich liebe dich über alles. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Dann würdet ihr nicht mehr hier sitzen wahrscheinlich, nein. Aber schlechte Idee offensichtlich, funktioniert auch überhaupt nicht, richtig?
Da kannst du noch so viel über Nächstenliebe reden, aber wenn das so deine Einstellung ist, das wird nicht funktionieren. Es klappt, das kann gar nicht funktionieren. Und wie kann man über Nächstenliebe reden und sagen, ich lasse den anderen aber überhaupt nicht stehen? Was der macht, ist total doof, gell? Aber wir lieben ihn, ja, muss ich ja, gell, als Christ oder so. Ja, hat mit Liebe aber überhaupt nichts zu tun, wie man ja recht schnell sieht. Also ohne, dass wir die anderen irgendwie stehen lassen, wie will ich da jemand lieben? Das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und an dem Punkt wird es natürlich dann spannend für uns als Christen, weil es da natürlich einige Themen gibt, wo wir ehrlich sagen müssen, da können wir natürlich nicht überall mit als Christen. Und da haben wir auch unsere Meinungen dazu und da gibt es Herausforderungen zu diesen Themen. Aber wie gehen wir dann damit um? Weil Nächstenliebe ist ja offensichtlich eines der allerwichtigsten Dinge sogar, die uns Jesus gesagt hat, wenn wir das so sehen. Er hat ja gesagt, daran hängt alles eigentlich, das ganze Gesetz, an der Liebe zu Gott und zum Nächsten. So kann man alles zusammenfassen, eigentlich unseren ganzen Glauben. Ziemlich herausfordernd, stimmt's? Was machen wir also damit? Ich habe mir gedacht, wir gucken uns mal drei Themen an, die immer sehr beliebt sind in diese Richtung. Die sind jetzt nicht abschließend und die sind jetzt auch nicht komplett und das sind einfach nur mal ein paar Ideen dazu. Weil sonst bräuchten wir viel mehr Zeit heute Morgen und zum anderen müssten wir natürlich dann auch nochmal in manche Dinge in der Tiefe drauf schauen. Aber eine große Frage, die jetzt eine ungeahnte Aktualität vielleicht auch heute Morgen hat, das war eigentlich nicht so geplant, aber gedacht, okay, vielleicht passt dann ganz gut. Wie gehen wir eigentlich mit anderen Religionen um als Christen? Jetzt ist Christentum per Definition schon eine Sache, die mit Wahrheit zu tun hat, richtig? Wenn wir so in die Bibel reingucken, Jesus hat an einer Stelle mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wow, was machen wir da mit unserer Toleranz bei diesem Statement? Das ist schon sehr eindeutig, würde ich sagen. Da gibt es kein Links, kein Rechts. Jesus der einzige Weg, fertig. Das ist das, was uns die Bibel letztendlich sagt. Und jetzt könnte man sagen, wie intolerant. Jetzt könnte man sich aufregen und sagen, Jesus, das geht nicht. Das kann man heute doch nicht mehr so sagen. Und wie können wir das überhaupt vertreten, auch noch als christliche Kirchen, gell, und sagen, wir sind die Einzigen oder so. Gell, alle anderen sind eh falsch. Wenn man das heute öffentlich sagt, so wie jetzt gerade, dann ist es manchmal ganz schön schwierig. Aber trotzdem, es steht in dieser Bibel drin. Hey, dann steht da drin, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und solche Sätze. Auch schwierig, oder? Dann sehen wir an vielen Stellen, wo vor Götzendienst gewarnt wird und all diese Sachen. Also da gibt es schon eine große Eindeutigkeit an diesem Thema. Und wir sehen dann diese Spannung, die damit zusammenhängt. Jetzt gibt es offensichtlich einen Gott, das sagt die Bibel auch sehr deutlich, und tatsächlich eine absolute Wahrheit offensichtlich. Das ist das, was wir eigentlich glauben als Christen. Und dann muss man noch sagen, es gibt natürlich oft die Idee, ja, vielleicht sind viele Dinge irgendwie so derselbe Gott auch ein bisschen und könnte ja sein, dass das alles irgendwie doch ähnlich ist, auch mit diesen Religionen. Das Interessante ist, es gibt aber nur einen Gott, der sich als Vater von Jesus Christus bezeichnet und einen Gott Israels. Und das ist der christliche Gott, an den wir glauben. Und das schließt auf einmal schon ganz viel anderes aus, wenn man sich das genau anguckt. Dann kann man nicht mehr sagen, alles ist der gleiche Gott, weil wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, dann ist es einfach nicht der gleiche Gott. Hilft nicht weiter. Also wir merken, da ist eine unheimliche Spannung drin. Jetzt ist das die eine Seite. Gell? Jetzt könnte man bei Jesus nachschauen und der sagt gar nicht so viel über andere Religionen, fast nichts, um genau zu sein. So ein paar Anspielungen sind an manchen Stellen drin. Aber es gibt überhaupt nichts Direktes, was Jesus dazu sagt. Interessant ist, wenn man Jesus anschaut, er geht nie in die großen römischen Städte, die in seiner Region waren, wird uns nie berichtet, dass er dort war. Tiberias als Beispiel, nie erwähnt. Komisch, könnte man sich wundern, warum. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass Jesus seinen Auftrag ganz stark auf seine jüdischen Freunde bezieht und auf sein jüdisches Umfeld. Vielleicht deshalb sagt er auch nicht viel dazu. Aber interessant ist, er macht andere auch nicht schlecht. Und ich glaube, da kommen wir schon mal an einen guten Punkt. Dann können wir bei Paulus weitergucken, der hat da noch ein paar andere Zitate drin. 1. Korinther 10 sagt er, hey, diese ganzen Götter, das sind eigentlich Dämonen. Du kannst nicht Abendmahl feiern und nicht gleichzeitig am Tisch der Dämonen sitzen. Da wird es dann etwas eindeutiger. In Apostelgeschichte 14 ist die Rede von leeren und nichtigen Göttern. Also der kritisiert da schon deutlicher an der Stelle, weil er natürlich auch mehr in diesem griechisch-römischen Umfeld unterwegs ist. Aber trotzdem, auch bei Paulus finden wir eine gewisse Wertschätzung auch für anderen Glauben, wenn man an die Geschichte in Athen denkt, wo er den Athenern sagt, hey, ihr seid total fromm unterwegs und so und ich sehe, ihr seid den Göttern sehr ergeben und so weiter. Also es ist schon auch ein bisschen beides bei Paulus. Nicht so einseitig.
Und ich glaube, unser Punkt ist doch der, wenn wir uns so diesen Gedanken machen, die Spannung ist doch die, einerseits gibt es diese Absolutheit in unserem Glauben, dass wir sagen, hey, Gott sagt, es gibt einen Gott, es gibt nur den Weg über Jesus und diese Dinge. Das ist unsere Meinung, oder? Als Christen. Wenn wir die Meinung nicht hätten, dann müssten wir uns ehrlich fragen, sind wir dann Christen, wenn man es mal ganz genau nimmt. Also da wird es schon sehr existenziell auch für uns. Das sind ganz zentrale Punkte christlichen Glaubens. Das sind nicht irgendwelche Randthemen. Das ist die eine Seite. Jetzt ist aber natürlich die andere Seite, was ist dann mit den anderen? Und vor allem, wie gehen wir mit denen um? Und ich bin überzeugt davon, dass wir als Christen da dazugelernt haben, wenn man vom Mittelalter her weiterguckt, Kreuzzüge und ähnliche Projekte, wo man das Glauben nochmal ganz anders falsch verstanden hat, wo es tatsächlich ging, ah, die anderen sind unsere Feinde und wir sind gegen die und die sind alle schlecht und so. Was wäre, wenn wir das so sehen würden und einfach sagen, hey, die anderen, die haben eine andere Überzeugung, die haben einen anderen Glauben, aber wir können sie doch trotzdem stehen lassen. Auch wenn wir davon natürlich überzeugt, hoffentlich davon überzeugt sind, dass unser Glaube das Richtige ist und der Weg zu Gott. Aber schließt es aus, dass wir andere stehen lassen in ihrem Glauben? Müssen wir sie deshalb schlecht machen? Ich glaube nicht, oder? Brauchst du doch eigentlich gar nicht. Wir müssen Gott ja auch nicht verteidigen. Er sagt schon selber, was er da macht und er offenbart sich schon selber. Das ist ja nicht unser Job, andere schlecht zu machen, um das Christentum besser darzustellen. Und interessanterweise, wenn wir in unsere christliche Geschichte gucken, vor allem dem Judentum gegenüber, haben wir da einen ganz großen blinden Fleck. Aber nicht nur dort, auch Richtung Islam und in andere Richtungen. Aber ich bin überzeugt davon, hey, warum kann es nicht möglich sein, dass wir sagen, hey, die anderen, wir lieben sie und wir lassen sie stehen in dem, was sie glauben. Wir vertreten unsere Meinung, die dürfen ihre Meinung vertreten. Jeder kann sich am Ende des Tages entscheiden, was er selber glaubt. Das könnte doch eigentlich der Weg sein. Fairer Wettbewerb, wenn man so will. Das müsste doch eigentlich eine Möglichkeit sein unter Menschen. Wie kann das praktisch aussehen? Ich habe ein Beispiel mitgebracht, deshalb auch dieses Bild hier oben. Das ist tatsächlich aus Jerusalem. Hier an der Seite rechts, dieser Glockenturm, man sieht so ein bisschen angedeutet, das ist eine christliche Kirche. Das ist die wichtigste Kirche der ganzen Christenheit, das ist die Grabeskirche in Jerusalem. Das ist vom Vorhof aus fotografiert und von der Perspektive hier mit dem Smartphone, die Türme sind nicht so schief wie auf dem Bild in Wirklichkeit, keine Sorge. Das ist einfach der Zoom-Modus hier gewesen, um alles auf ein Bild zu kriegen, okay? Und wer schon sieht, hier links an der Seite dieses grün beleuchtete Ding, da dieses Türmchen, wer ahnt, was das ist? Wer schon mal dort war, weiß es. Das ist tatsächlich eine Moschee. Das ist Minarett einer Moschee hier direkt neben dieser Grabeskirche, mitten im christlichen Viertel. Interessant, oder? Und auch das ist eine Seite von Israel, die viele vielleicht so nicht kennen und die man oft auch übersieht, auch hierzulande. Das ist nämlich auch eine Seite von Israel, dass das nämlich tatsächlich auch funktioniert, dieses Nebeneinander. Das ist nicht immer nur gegeneinander an allen Ecken. Interessant ist die Geschichte davon. Wie kam es dazu, dass direkt neben dieser Kirche eine Moschee gebaut ist? Und die ist da schon seit über 1000 Jahren, die ist da schon ganz lange dort. Aber wie kam es dazu? Es war das Jahr 638, als muslimische Armeen vor Jerusalem standen. Bisschen eine Generation vielleicht davor, Mohammed und so, da fing das alles an mit dem Islam erst, also noch ziemlich neu. Und der zweite Kalif mit Namen Omar stand mit seiner Armee vor den Toren Jerusalems und Jerusalem war damals eine sehr christliche Stadt, weil die Juden eigentlich gar kein Recht mehr hatten, in der Stadt zu wohnen. Das haben die christlichen Machthaber so entschieden, in einer unfassbaren Intoleranz oder Antisemitismus, könnte man auch sagen. Jedenfalls, dieser Kalif steht vor der Stadt, erobert die fast gewaltlos, weil er eh die absolute Übermacht hatte. Und dann kommt der christliche Bischof der Stadt, ein Mann namens Sophronius. Und er bietet diesem Kalif an und sagt, du, wir wissen ja Gebetszeiten und so Mittagsgebet, wie auch immer das genau lief. Aber er bietet ihm an und sagt, hey, Jesus ist doch für euch im Islam auch eine wichtige Person, ein wichtiger Prophet. Willst du nicht in der Grabeskirche dein Mittagsgebet abhalten? Was für ein toleranter Vorschlag, oder? Wenn man das so sieht. Interessante Idee, wie auch immer das im Detail dazu kam. Und dann kommt dieser Kalif vor diese Kirche, die es damals schon gab, vielleicht ein bisschen andere Form wie heute. Und er ist dort an diesem Vorhof und er sagt dann zu den Christen, nee, ich gehe da jetzt nicht rein und bete dort bei euch in eurer Kirche. Und zwar aus einem Hintergrund. Er sagt, ich will nicht, dass wenn ich da jetzt reingehe, dann werden meine Nachfolger kommen, dann werden meine, wie auch immer, Generäle und sonst wer kommen und die werden aus eurer Kirche eine Moschee machen. Und dann war es das hier mit christlicher Kirche und mit eurem Gebet und mit diesen Dingen. Und er sagt, ich bete lieber vor der Kirche und lasse eure Kirche in Ruhe und in Frieden und ich lasse euch hier stehen, ich toleriere euch in dem Sinn.
Interessante Idee, oder? Und er betet im Vorhof von dieser Kirche. Und dreimal dürft ihr raten, wo dieser Vorhof war und was danach passiert ist. Genau das, was er schon in weiser Voraussicht gesehen hat. Seine Nachfolger haben tatsächlich eine Moschee gebaut an dem Ort, wo er gebetet hat. Nur eben vor der Kirche und nicht die Kirche umgebaut. Interessant, oder? Was für ein Vorbild an dem Punkt, finde ich, von Toleranz. Was für eine Idee zu sagen, ich respektiere die anderen. Und ich muss es nicht mit Gewalt drauf anlegen, dass ich das alles kaputt mache, was den anderen wichtig und heilig ist. Und das aus einer Ecke, wo man es vielleicht heute überhaupt nicht vermuten würde. Dieser Omar war auch nicht perfekt. Man muss dazu sagen, die Ungläubigen mussten trotzdem eine Extrasteuer zahlen und Ähnliches. Also ganz so war es dann auch nicht. Aber man muss sagen, er war einer von denen, die den Juden auch dann wieder erlaubt haben, in ihre Stadt zu kommen, in Jerusalem zu beten und so weiter. Also der hatte schon viele tolerante Ideen, um es mal so zu formulieren. Trotzdem hat er die halbe Welt erobert, aber okay, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber wenn man das so sieht, glaube ich, ist es ein gutes Vorbild für uns. Weil warum nicht ähnlich handeln? Warum nicht sagen, hey, wir lassen euch eure Sachen und ihr dürft das machen, was euch wichtig ist. In einem gewissen Rahmen natürlich, der möglich ist, ohne dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten. Warum immer gleich dagegen sein? Warum nicht Sachen stehen lassen? Und warum nicht sagen, hey, mir ist auch wichtig, dass es den anderen gut geht? Und das könnte vielleicht auch ein Thema für uns werden in diesen nächsten Tagen und Wochen, wenn wir an unsere muslimischen Freunde und Leute hier im Land auch denken. Weil wie muss es denen jetzt gehen? Viele von denen werden überhaupt nicht einverstanden sein mit dem, was da gestern passiert ist. Und trotzdem dürfen sie es jetzt ein Stück weit wahrscheinlich mit ausbaden, mindestens mit der öffentlichen Meinung. Und sie werden vielleicht in einem gewissen Maß Verfolgung in unserem Land erleben. Völlig unberechtigterweise, weil sie gar nichts mit diesen Hamas-Terroristen zu tun haben. Vielleicht gibt es auch manche, die was mit denen zu tun haben. Haben wir in Berlin gestern Abend auch gesehen. Und da muss man dann auch durchgreifen. Da bin ich auch sehr dafür. Und da ist auch das Ende der Toleranz dann definitiv erreicht bei solchen Aktionen. Aber grundsätzlich, warum kriegen wir das oft so schwer hin? Warum tun wir uns so schwer mit diesen Ideen als Christen? Kann sein, dass manchmal vielleicht unser Gottesbild zu klein ist. Dass wir manchmal immer noch in diesem Verteidigungsmodus drin sind und sagen, wir müssen irgendwie diese christlichen Werte und so. Wisst ihr was, ich bin überzeugt davon, wenn dieser Gott lebendig ist und wenn es der einzige Gott ist, und das ist meine große Überzeugung, dann wird der auch dafür sorgen, dass es die christlichen Werte da gibt, wo die nötig sind. Nämlich erstens in unseren Herzen und dann wird da auch nichts schiefgehen und nichts anbrennen, weil das hier in Gottes Hand ist. Aber dann brauchen wir uns nicht diese Gedanken machen und dann brauchen wir nicht aus diesen Ängsten raus, die manchmal so oft auch da sind, reagieren. Sondern ich glaube, da könnten wir viel zuversichtlicher unterwegs sein und voller Hoffnung und sagen, hey, von mir aus, ihr könnt hier beten und alles, macht uns gar nichts. Wir wissen, es gibt diesen einen Gott für uns und es ist okay und ihr dürft das glauben, was ihr wollt in aller Freiheit und wir alle dürfen über unseren Glauben auch öffentlich reden, ohne dass es ein Problem gibt. Und dann kann sich jeder selber überlegen, was ihn mehr überzeugt. Und Gott wird sich selber beweisen, da bin ich auch überzeugt davon. Das ist nicht unser Job, das wird er schon machen auch. Das sehen wir in der Bibel an ganz vielen Stellen. Also das einfach so als eine Idee. Und natürlich, dann gibt es irgendwo auch Grenzen an dieser Seite, auch von unserer christlichen Sicht. Weil was wir sicher nicht aufgeben können, ist der Punkt zu sagen, hey, Jesus ist dieser Weg. Und den werden wir auch nicht aufgeben. Sonst wären wir schlichtweg keine Christen mehr, wenn man es genau nimmt. Und da hört natürlich dann ein gewisses Maß mit der Toleranz dann schon, aber irgendwo ist dann natürlich das Ende erreicht und wir sagen, nee, da ist unser Glaube uns dann wichtiger an dem Punkt. Den Anspruch können wir nicht aufgeben, aber wir können trotzdem andere stehen lassen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Dieser Kalif, der wurde auch kein Christ, vielleicht hat es der Bischof gehofft mit seiner Einladung zum Gebet, ich weiß es nicht, was die Idee dahinter war, was er sich dabei gedacht hat. Aber der blieb natürlich auch muslimisch, keine Frage, und hat da seinen Glauben auch durchgezogen und hat viele Moscheen gebaut und alles, aber trotzdem, er hat es hingekriegt, die anderen auch stehen zu lassen und ihm war auch das Wohl der anderen wichtig. Und ich glaube, das können wir einfach daraus lernen aus solchen Geschichten. Kommen wir zum zweiten Punkt, der nicht weniger wichtig ist, von den anderen Religionen zu den anderen Christen. Manchmal fast noch schwieriger, wenn man ehrlich ist. Es ist ja immer so in der eigenen Familie, das sind dann immer die schwierigen Themen. Aber wie gehen wir eigentlich mit anderen Christen um? Und hier nochmal ein Beispiel aus der gleichen Kirche übrigens. Das ist auf einer unserer Israel-Reisen entstanden. Also das Foto rechts, das links davon, auch auf einer anderen Reise. Aber jedenfalls Gottesdienst, frühmorgens, Grabeskirche, wer schon mal dort war, 6 verschiedene christliche Denominationen teilen sich diese Kirche. Ganz komplizierte Sache, weil jeder Quadratmeter irgendwie extra geregelt sein muss, wem was gehört und wer wann wo durch welche Tür geht und so weiter. Alles nicht so einfach, das ganze christliche Zusammenleben. Und
es kam auch schon vor, dass sich dann Mönche da gegenseitig verprügelt haben und Ähnliches. Also mit dem Frieden war es da auch nicht immer so weit her. Wobei man sagen muss, seit vielen Hunderten von Jahren funktioniert es trotzdem irgendwie. Das ist ja auch schon mal was. Gell? Also ganz so ist es nicht. Und muslimische Freunde müssen dann immer die Türe morgens auf- und zuschließen. Das ist seit dem Mittelalter so eingeführt worden, weil einem Sultan damals die Streitereien unter den Christen einfach zu blöd waren. Und er gesagt hat, jetzt machen wir das hier anders. Gell? Jetzt kriegen die anderen den Schlüssel und dann geben die irgendwie Ruhe. Ich weiß es nicht, wie es genau lief, aber eine sehr umstrittene Ecke dort. Und dann kommst du in diesen Gottesdienst, das war früh morgens irgendwo 4, 5 oder sowas, wann da dieser orthodoxe Gottesdienst anfing, der dann fast den halben Tag gefühlt geht. So ganz andere Welt wie bei uns. Und der nette Herr hier mit der großen Krone und diesem tollen blauen Gewand hier, das ist nicht der König von Jerusalem, sondern das ist der griechisch-orthodoxe Patriarch. Das Oberhaupt oder der Bischof, könnte man sagen, sowas in der Art der Kirche dort. Jetzt ist es für uns doch etwas befremdlich, wenn wir diese Bilder so sehen, oder? Ich weiß nicht, wenn ich heute Morgen so rumlaufen würde, hätte ich auch gedacht, jetzt ist irgendwas psychisch gestern ziemlich schief gegangen an der Stelle. Da wäre schwierig gewesen, würde ich mal vermuten, auch wenn es das schöne IGL hellblau ist. Gell? Aber trotz allem so goldbestickte Gewänder und so sind das nicht immer so unser Stil zum Glück. Noch schlimmer dann das Foto nebendran, das ist am Eingang von der Kirche, da ist so eine Steinplatte auf dem Boden und der Legende nach sagt man, das ist der Stein, auf dem der Leichnam von Jesus gesalbt worden ist nach seinem Tod. Und deshalb ist er heilig und wichtig und die Leute knien sich nieder, die küssen diesen Stein ab, die reiben mit ihren Taschentüchern dran, um irgendwas mitzunehmen von dieser Salbung oder keine Ahnung. Bisschen abstrakt, wenn man sich vorstellt, da lag eine Leiche, aber okay. Für uns komplett fremd und fast jeder, der mit unseren Reisen da reinkommt, der erste Eindruck ist immer der, du sagst, was für ein Götzendienst und furchtbar und das ist ja völlig abartig hier drin und das in der christlichen Kirche und. Ging mir auch so an diesem Morgen, ich habe auch gedacht, in was für einer Sekte bist du hier gelandet, gell? Als dann so, das ist so ein Ausschnitt davon, mit diesem Bild da rechts, der saß da noch auf so einem richtigen Thron da gegenüber von diesem Grab von Jesus und dann wurde diese Weihrauchfässer und diese ganzen Aktionen. Also es war schon sehr interessant, um es mal so zu formulieren. Und im ersten Moment habe ich schon gedacht, was läuft hier eigentlich ab? Was ist das für eine irre Aktion hier? Später habe ich mich mal ein bisschen dann angefangen, mit orthodoxem Glauben zu beschäftigen und ein bisschen nachzuforschen, warum eigentlich alles und wie kommt es dazu und so weiter. Und ohne jetzt dann wirklicher Experte zu sein, bei weitem nicht. Aber was ich festgestellt habe, ist, das hat schon einen gewissen Sinn. Und das ist gar nicht so daneben, wie es vielleicht für uns auf den ersten Blick aussieht. Ganz im Gegenteil. Sondern was die da machen, ist, die wollen sich einfach symbolisch an die Dinge erinnern, die Jesus durchlebt hat. Das ist auch die Geschichte mit diesem Salbungsstein. Natürlich gibt es dann ein paar dabei, die das mit Aberglauben vermischen und sagen, jetzt kommt das heilige Taschentuch und das heilt keine Ahnung wen. Aber wie auch immer, das gibt es dann sicher auch noch. Aber die Grundidee dahinter ist eigentlich gar nicht die dümmste, die ist gar nicht schlecht. Sondern zu sagen, hey, wir machen das einfach total symbolisch und empfinden nach, was Jesus durchlebt hat für uns. Oder auch der Herr hier mit dem ganzen Umhang und so, das hat auch eine große Symbolik, die dahinter steht. Der macht das nicht einfach nur so. Und auch dieser ganze Prunk in diesen orthodoxen Gottesdiensten, der hat einfach damit zu tun, dass nach christlich-orthodoxem Glauben die Idee ist, der Gottesdienst, das ist ein Abbild von dem, was im Himmel passiert. Und da ist natürlich alles Gold und Prunk und sonst wo, natürlich. Deshalb muss es auch im Gottesdienst so aussehen, damit diese Parallele zum Himmel einfach auch da ist. Aber das sind natürlich Ideen, die man erst dann mitkriegt, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen. Wenn man nur in die Kirche raus und rein rennt, kriegt man die Idee natürlich nicht mit. Das habe ich jahrelang so gemacht. Wie gesagt, bis ich mal angefangen habe, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und heute ist es ein anderes Bild. Das ist immer noch total fremd für mich und ich bin weit davon entfernt, das hier ähnlich machen zu wollen. Keine Sorge, wir brauchen jetzt keine teuren Kronen anschaffen und Ähnliches. Aber trotz allem, hey, das hat eine Berechtigung. Und auch wenn das für uns komplett fremd ist, vor allem die Christenheit dort im Nahen Osten, da gibt es ja, das griechisch-orthodox ist ja nur eine Richtung, da gibt es ja noch armenisch, katholisch, syrisch-orthodox und was noch alles, ganz, ganz viele. Und wir kennen das fast gar nicht hierzulande, diese ganzen Traditionen. Aber die Kirchen, die sind eigentlich fast alle viel, viel älter wie alles, was wir hier in Westeuropa haben. Das ist eigentlich krass. Gell? Eigentlich müsste man sagen, wir müssten da viel mehr von denen lernen und uns mal anschauen, was sie da eigentlich glauben. Weil vielleicht haben die Dinge drin, die wir schon lang verloren und vergessen haben. Das wäre eigentlich die Idee. Ohne dass wir es orthodox werden, ganz klar. Wir haben da unsere Überzeugungen und die sind auch gut so, denke ich.
Aber trotzdem könnte man da auch überlegen, hey, wie können wir uns in dieser Unterschiedlichkeit trotzdem zusammenfinden auf der einen Seite und es auch stehen lassen, auch an diesen Stellen. Überhaupt das Thema Einheit. Christen sind so unterschiedlich, oder? Es gibt so viele von uns und so viele Richtungen. Manche sagen, es gibt 4.000, 5.000 Denominationen weltweit christliche. Wahnsinn, oder? Und jeder hat irgendwelche anderen theologischen Ideen zum Teil. Und dann redet Jesus von Einheit. Da wird es auch schon spannend. Ein Glaube, eine Taufe, wenn wir mit Paulus dann weitermachen. Was haben wir nicht alle schon für Diskussionen allein beim Thema Taufe unter uns Christen? Wahnsinn. Bis heute. An vielen Stellen. Und auch nicht zu Unrecht immer wieder natürlich. Man muss auch manches diskutieren, gehört auch dazu. Aber wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Ich glaube, wir müssen diese Spannung aushalten, dass wir nicht alle gleich sind. Und dass es da manche Teile unserer christlichen Familie gibt, die sind so anders, dass es für uns völlig fremd ist. Aber trotzdem gehören wir zusammen, trotzdem gehören sie zu uns. Trotzdem glaubt man hoffentlich an den gleichen Jesus. Also da, denke ich, ist dann schon ein Kernpunkt, der stimmen muss, sonst funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn der da ist, dann gehören wir da trotzdem in einer gewissen Weise zusammen. Wie kann das praktisch aussehen? Ich denke, das eine ist, es hängt ganz oft ja auch an der Bibelauslegung bei diesen Diskussionen unter uns Christen. Und ein weiser Theologieprofessor hat mal Folgendes gesagt, er hat gesagt, wenn es ums Bibelauslegen geht, dann geht es eigentlich nicht um die Frage, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das schockiert uns vielleicht zuerst mal, der Gedanke. Aber dann hat er gesagt, sondern eigentlich ist doch die Frage in Bezug auf die Bibeltexte, kann ich diesen Text so auslegen oder kann ich es nicht, weil es offensichtlich falsch ist vom Text her. Und daran entscheidet sich's. Aber es könnte natürlich sein, dass es bei manchen Texten mehrere Auslegungen gibt, ganz einfach gesagt. Und das ist auch die Wahrheit, wenn man in die Bibel reinguckt. Manche Stellen kann man tatsächlich verschieden verstehen. Sicher nicht alles, aber manches kann man. Und dann ist gar nicht so entscheidend, was ist jetzt richtig, was ist falsch, sondern eher wirklich, wie kann ich es auslegen oder halt auch nicht vom Text her. Und da müsste man vielleicht eher die Unterscheidung treffen an der Stelle. Oder natürlich auch die Frage, wo ist Zusammenarbeit möglich und sinnvoll unter uns christlichen Kirchen? Ich glaube, an ganz vielen Punkten ist es total sinnvoll, zusammenzuarbeiten. Macht absolut Sinn. An anderen Punkten ist es jetzt nicht ganz so sinnvoll, wenn es jetzt darum geht, gemeinsame Taufen zu veranstalten. Dann haben wir da, glaube ich, noch manchen Bedarf in viele Richtungen. Da wird man uns heutzutage noch nicht ganz so zusammenkriegen überall. Aber es gibt viele andere Punkte, wo das durchaus möglich ist. Wir planen zum Beispiel in Leonberg demnächst hier in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gibt es gerade die Idee, dass wir sagen, hey, warum machen wir nicht nächstes Jahr so eine Art Pilgerwanderung durch die Stadt von einer Kirche zur anderen und an jeder Kirche gibt es so einen kleinen Impuls, kleinen Einblick in den Glauben dort und man zieht gemeinsam von Kirche zu Kirche und lernt sich einfach mal mehr kennen. Fand ich eine super Idee, als es ein Pfarrerskollege vor ein paar Monaten vorgeschlagen hat. Demnächst wird man es nochmal weiter diskutieren in den nächsten Tagen. Aber warum nicht solche Ideen mal reinbringen und zu sagen, wie können wir uns mehr kennenlernen? Wie verstehe ich denn den anderen überhaupt? Wie kann ich nachvollziehen, was der wirklich glaubt? Weil das meiste, was ja ganz schnell dann kommt, sind immer Vorurteile. Gell? Ja, die sind so und so und die haben das falsch verstanden. Und oft wissen wir ja gar nicht, was die wirklich glauben. Ich sage nicht, dass das alles immer gut ist und dass ich das alles immer gut finde. Bei weitem nicht. Ich habe da natürlich meine Überzeugungen, auch inhaltlicher Art, auch von der Bibel her. Und ich finde da vieles, auch wenn man über orthodoxe Religion redet, sicher vieles auch tatsächlich schwierig. Fängt schon bei der Idee von Israel an, die da in diesen Gottesdiensten vorkommt. Aber nur als ein Punkt. Aber trotzdem muss es doch möglich sein, die stehen zu lassen. Oder Allianz-Gebetswoche ist für mich da immer so ein Highlight an diesem Punkt. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der christlichen Welt, gell? Das ist ja nur die protestantisch-evangelische Seite in dem Sinn. Und dann auch noch die stark freikirchliche Seite, wenn wir über evangelische Allianz reden. Aber trotzdem ist doch eine tolle Chance, jeden Abend, Gebetsabend in einer anderen Kirche, in einer anderen Gemeinde, man kommt aus verschiedenen Kirchen zusammen und betet. Und warum beten wir da in der Woche? Warum machen wir nicht irgendwelche anderen Projekte? Ja, weil Gebet, das ist einfach, da haben wir alle die gleiche Meinung, da kriegen wir uns problemlos zusammen. Da brauchen wir keine großen Diskussionen im Vorfeld, ob das klappt oder nicht, sondern gemeinsam zu Jesus beten, hey, das geht immer. Und deshalb so gute Chancen, die wir eigentlich oft auch haben, die wir nutzen können und sagen können, hey, warum nicht mal andere kennenlernen oder warum sich nicht einfach mal in einen anderen Gottesdienst setzen? Also wenn ich in Urlaub bin und so, mache ich das manchmal immer gern, dass ich sage, hey, geh mal in eine katholische Kirche oder sonst wohin, gell, was halt gerade so irgendwie ums Eck ist. Warum nicht sich das mal angucken? Gell? Muss ja nicht übereinstimmen. Und ich habe festgestellt, in manchen dieser Gottesdienste, ich erinnere mich bis heute noch an einen, damals in London, am Morgen,
Benediktinerkloster mitten in London. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber war damals in der Nähe von meiner damaligen Freundin, heute Frau, wo sie dort gelebt hat in London. Und an dem Morgen bin ich da irgendwie hin und die haben dann noch auf Lateinisch da ihre halbe Messe zelebriert. Ich habe kein Wort verstanden. Also, ich habe fast nichts verstanden von diesem Gottesdienst. Saß da aber drin, aber ich war echt berührt von Gott. Und zwar einfach nur durch die Art und Weise, wie die ihren Gottesdienst gefeiert haben, gell? Wie die sich da vor ihrem Altar verbeugt haben. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwo hat Gott mich da erwischt an diesem Morgen, gell? Mitten in diesem Benediktiner-Gottesdienst, in diesem Klosterdings da. Gell? Und ich war wahrscheinlich der einzige Fremde, der da irgendwie aufgekreuzt ist an dem Morgen, hinten in der letzten Reihe. Gell? Und hey, aber das war eine spannende Erfahrung. Ich habe gedacht, hey, warum kann Gott nicht auch dadurch wirken, durch diese Dinge? Gell? Warum nicht einfach solche Sachen mal ausprobieren und andere kennenlernen? Muss man nicht jeden Sonntag machen. Muss ja auch nicht unsere neue Gebetsform werden. Muss es überhaupt nicht. Aber nur mal die Auseinandersetzung damit, ich glaube, die hilft uns unheimlich weiter. Wenn wir bei Paulus noch kurz lesen, wir müssen ein bisschen auf die Zeit hier auch schauen. Philipperbrief, Kapitel 1. Paulus in schwierigen Umständen im Gefängnis und so und schwierige Situation für ihn. Und dann schreibt er dieser Gemeinde in Philippi Folgendes. Er schreibt ihnen, einige verkünden Christus wohl aus Neid und Streitsucht. Aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe. Denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Und jetzt kommt's. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Und jetzt würden wir doch erwarten, wenn Paulus sowas schreibt, dann sagt er jetzt, hey, die sind Irrlehrer, die sind keine Ahnung, von denen halten wir Abstand, mit denen essen wir nicht mehr gemeinsam und diese Dinge, die er zum Teil an manchen anderen Stellen auch schreibt. Das würde man doch eigentlich erwarten, oder? Dass er sagt, hey, das geht gar nicht, was die machen. Die versuchen mich noch mehr in Schwierigkeiten zu bringen durch ihre, wie auch immer das geht, mit Streitsucht und so und Neid, Evangelium zu verkünden, wie auch immer das praktisch funktioniert. Aber offensichtlich war es so. Und dann kommt aber das Erstaunliche, was er dann hier weiter sagt. Er schreibt ja erst, sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Und da könnte man sagen, jetzt müsstest du dich doch richtig aufregen, Paulus, über die Kandidaten da. Das geht doch überhaupt nicht, was die machen. Und die nennen sich auch noch Christen, gell? Und machen sowas. Und dann sagt er, was soll's? Ich finde es eine gute Übersetzung hier, irgendwie die Basisbibel an der Stelle. Was soll's? Hey, vielleicht brauchen wir das öfters in unseren christlichen Kreisen, dieses Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Wow. Mitten im Gefängnis und er weiß, die Leute machen ihm auch noch Schwierigkeiten und er sagt, ich freue mich darüber. Warum? Weil die Hauptsache immer noch stimmt. Trotzdem. Jetzt muss man natürlich sagen, natürlich, wir müssen mal davon ausgehen, die haben dann schon auch das Evangelium verkündet und nicht irgend sonst was. Gell? Sonst hätte Paulus das vermutlich so tatsächlich nicht gesagt. Er schreibt ja auch an anderen Stellen schon sehr deutlich gegen Irrlehrer und andere Dinge. Also das müssen wir schon natürlich auch im Gesamtkontext sehen. Aber offensichtlich sagt er, die Motivation ist gar nicht das alles Entscheidende. Die ist mir eigentlich ziemlich egal an dem Punkt, weil Hauptsache das Evangelium wird verkündet. Stellen wir uns mal vor, das wäre unsere Einstellung, dieses Was soll's. Also nicht, dass uns das alles egal wäre, aber so an manchen Punkten. Wie viele Konflikte in unserer christlichen Welt würde es dann gar nicht geben, würde ich mal unterstellen, wenn wir die Einstellung hätten. Wenn man dann nicht gegen die anderen hetzen würde und sagen, oh, die sind total krumm und schief und die sind total doof und komisch und hast schon gehört, was die in ihrer Gemeinde machen? Hast schon gehört, wie die taufen und keine Ahnung und was die Schlimmes predigen? Die reden über Toleranz, auch noch an mehreren Sonntagen in ihrem Gottesdienst. Wie furchtbar sind die? Die sind vom Glauben abgefallen und keine Ahnung. Wie schnell passiert das in unseren Kreisen, oder? Wenn wir ehrlich sind, wie bekannt ist uns das leider an zu vielen Stellen? Und wie viel mehr bräuchten wir vielleicht dieses Was soll's? Und diese Entspanntheit, die offensichtlich in Paulus an der Stelle auch hatte. Und er sagen kann, hey, das ist mir doch völlig egal, wie die motiviert sind. Hauptsache das Evangelium, das ist die Hauptsache. Und das zeigt uns natürlich dann auch nochmal was Bedeutendes, nämlich, was ist denn unsere Hauptsache, wenn wir das so sehen? Vielleicht wäre es gut, wir konzentrieren uns auch auf unsere Hauptsache, auf die Dinge, die tatsächlich im Zentrum stehen von unserem Glauben und nicht auf die Dinge, die vielleicht nicht ganz so entscheidend sind. Und auch wenn die Zeit knapp ist, ein Fass will ich noch kurz aufmachen. Jürgen hat es vorhin schon angekündigt. Wir haben eine Predigtserie dazu, von daher will ich gar nicht so viel dazu sagen. In der Serie wird es auch nicht so sehr um dieses Thema im Detail gehen, aber um ähnliche Themen. Dieser ganze Themenkomplex Sexualethik. Auch ein Bild aus London hier.
Das ist jedes Jahr, wenn dieser Gay Pride, dieser große Umzug da durch die Stadt stattfindet, werden die Ampelzeichen zum Teil angepasst auf LGBTQ sonst wo. Und das ist dann das Ergebnis davon an diesen Ampeln. Auch interessant, oder? Was macht das mit uns, wenn wir das so sehen auch? Überhaupt, wie gehen wir mit diesen Themen um für uns? Also es ist mir ganz egal, ob wir über dieses Thema Homosexualität reden, ob wir über Sex vor der Ehe reden, ob wir über irgendwelche anderen wilden Geschichten reden in diesem Bereich. Da gibt es ja recht viel, ob wir über das Thema Gendern reden. Das ist ja auch so ein großes Thema oft. Aber wie gehen wir mit diesen Themen um? Was ist unsere Reaktion drauf? Und auch da würde ich behaupten, wir brauchen eine Meinung dazu. Und über die müssen wir irgendwann dann auch reden, jetzt nicht heute Morgen, aber da müssen wir uns auch Gedanken machen. Da müssen wir aber, der Jürgen hat es vorhin schön gesagt, in die Bibel reingucken und gucken, was wirklich drinsteht an manchen Punkten. Ist gar nicht, und mal gucken, wo vielleicht unsere kulturellen Vorurteile manchmal sind und was tatsächlich biblischer Inhalt ist. Da müssen wir uns auch selber natürlich überprüfen, müssen selber Meinungen finden. Und die Meinungen gehen da im christlichen Bereich ja auch an vielen Stellen auseinander. Das ist ja auch eine Wahrheit. Viele Kirchen spalten sich in diesen Fragen auch in unseren Tagen. Das ist es, die eine Seite. Und auch hier sehen wir natürlich die Spannung. Wir sehen manche Bibelverse, manche Dinge, die wir aus der Bibel wissen, auch zu diesen Themen, die durchaus auch sehr kritisch sein können. Und wir sehen auf der anderen Seite, wir sollen aber Menschen lieben. Also was praktisch tun. Wie könnten wir da Toleranz leben an dem Punkt? Und bis wohin geht überhaupt unsere Toleranz bei diesen Dingen? Und mir kommt es oft so vor, in unserem christlichen Bereich ist da gar nicht viel Toleranz vorhanden in die Ecke, sondern das ist ein ziemliches Problemthema ganz oft. Die Frage ist, warum? Ich glaube, das eine, was wir sehen dürfen, und vielleicht ist es auch etwas ungewöhnlich, aber ich glaube, es gibt berechtigte Anliegen in diesen Themen, die wir als Christen zu oft übersehen haben in der Vergangenheit und die wir auch heute noch oft übersehen. Nehmen wir mal das Thema Gender als Beispiel. Jetzt kann man sich natürlich darüber aufregen und sagen, das ist doch irgendwie paradox, diese ganzen sprachlichen Geschichten da und so. Was soll das alles? Ich bin da jetzt auch nicht persönlich nicht der Riesenfan davon, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, es ist schon ein berechtigtes Anliegen, wenn man sich diese ganze Idee dahinter anguckt und auch diese Forschung, die da in diesem Bereich läuft, dann ist ja eine Erkenntnis aus der Geschichte die, dass biologisches Geschlecht nicht automatisch zum typischen Rollenverhalten führt. Also nur, weil ich als Mann geboren bin, muss ich jetzt nicht den und den Beruf wählen oder so ähnlich als eine Idee. Sondern diese Idee, die hat uns ja auch die Freiheit gebracht, dass man Berufe frei wählen kann. Dass es nicht wie früher noch ist, dass Berufe für manche Frauen quasi tabu sind, also Ingenieurinnen oder wie auch immer. Oder natürlich auch, das jetzt, wenn man auf der anderen Seite sieht, auch für Männer, gell? Männer im Kindergarten als Erzieher, war das immer so akzeptiert in diesem Land? Ich glaube nicht immer. Da ist viel passiert an der Stelle und ich glaube, das ist was Positives, das ist was Richtiges, was Sinnvolles, diese Freiheit. Also ist auch ein berechtigtes Anliegen drin. Oder das Thema Diskriminierung. Ich meine, wir müssten als Christen doch die allerersten sein, die sagen, wir sollten niemand diskriminieren, richtig? Nur wir machen es dann manchmal trotzdem oft. Gell? Das ist dann unser Problem an der Stelle. Aber eigentlich sind das doch richtige Punkte. Das ist doch nicht falsch zu sagen, wir sollten gegen Diskriminierung sein, oder? Das müssen wir doch. Das ist doch ein gutes, richtiges Anliegen, das wir vertreten können. Und wir merken schon, wir kommen da weg von diesem Schwarz- und Weiß-Ding. Wir müssen einfach differenzieren an ganz vielen Stellen. Das ist die eine Seite. Und natürlich, dann können wir unsere Meinung dazu haben und dann können wir sagen, manches finden wir nicht richtig in diesen Ecken, auf jeden Fall. Aber heißt es, wir hassen deshalb die Leute? Hoffentlich nicht. Gell? Und ich würde sagen, jeder, der auch in diesen Gottesdienst kommt, der mit uns als Gemeinde in Kontakt kommt, der müsste zuallererst mal der Liebe Gottes begegnen. Als allererstes, oder? Bevor irgendwas anderes gesagt wird und passiert. Und ich hoffe, dass das auch jeder so erlebt, der hierher kommt. Das ist mindestens unser Anliegen. Wir sind dabei weitem nicht perfekt und dürfen viel dazulernen, aber das wäre mindestens unsere Idee dazu, dass wir sagen, so sollte es eigentlich sein und das ist uns wichtig, auch als Gemeindeleitung. Dass wir diese Liebe Gottes erstmal hochhalten. Und dann ist gerade bei dem Thema ja die Herausforderung, dass das dann oft so ganz überzogen wird auch. Das kennt ihr ja auch. Da sagst du, da gibt es diese eine Sünde und das ist die absolute Todsünde und alles andere vergessen wir irgendwie an der Stelle. Dieses Stichwort Gräuel für Gott und so aus dem Alten Testament raus auch. Das ist ein ganz beliebtes Schlagwort, wo da ganz schnell fällt an diesen Stellen und dann werden die entsprechenden Verse zitiert, die es tatsächlich gibt. Die müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, das gehört auch zur Toleranz auf der einen Seite. Aber dann dürfen wir natürlich auch reinschauen und feststellen, wenn ich danach gehe, dann ist mein Schnitzel heute Mittag oder was es auch immer ist, Schweinefleisch, ist auch ein Gräuel für Gott. Das steht dann per Verse weiter. Gell?
Da gibt es Habsucht, ist Götzendienst, schreibt Paulus. Und Götzendienst ist auch ein Gräuel für Gott. Und so geht es gerade so weiter. Gell? Da können wir jetzt ganz, ganz viele Meeresfrüchte und was noch alles. Gell? Man könnte viele Beispiele nennen, wo wir sagen müssen, wir leben ständig in Gräueln vor Gott. Gell? Kleidung, die aus unterschiedlichen Materialien hergestellt ist und so weiter. Gell? Also da gibt es viele Stellen, die das als Gräuel für Gott beschreiben. Und das zeigt uns, wir müssen das schon auch genau angucken und dann schauen und übertragen und schauen, was wir heute damit machen mit manchen Stellen. Da müssen wir schon aufpassen. Wie gesagt, heißt nicht, dass deshalb alles immer richtig ist. Gell? Nur ich finde, wir müssen genau drauf gucken und differenzieren an den Ecken. Und dann ist natürlich für uns als Christen sicher auch die Frage, was hält uns bei dieser Diskussion eigentlich zusammen? Weil das ist ja oft was ganz, ganz schnell Trennendes. Und wir sehen in vielen Kirchen, dass es zu Spaltungen führt. Ich glaube auch, wenn wir das machen, was wir gerade gelesen haben beim Paulus, wenn wir sagen, was ist denn die Hauptsache? Und ich würde behaupten, die Hauptsache sind nicht unsere Ideen zu sexualethischen Themen. Die sind wichtig, keine Frage, aber das ist nicht unsere Hauptsache von unserem Glauben. Die Hauptsache ist doch, dass es diesen Jesus gibt und dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, oder? Amen. Und wenn wir das festhalten, dann können wir doch außenrum tatsächlich manchmal auch unterschiedliche Meinungen haben, oder? Dann brauchen wir doch gar nicht einheitlich unterwegs sein in vielen Themen. Dann kann es da eine gewisse Vielfalt geben und wir können trotzdem gemeinsam unterwegs sein. Ich glaube, bin überzeugt davon, dass das möglich ist. Also das so als eine Idee dazu, ohne jetzt in die Tiefe auf diese Themen einzugehen. Zum Schluss vielleicht noch kurz zwei Punkte. Ein Zitat, das da immer sehr, sehr hilfreich ist. Wahrscheinlich ist es von Augustinus. Ich glaube, so ganz genau weiß man es gar nicht, wer es wirklich gesagt hat. Aber es ist sehr, sehr zutreffend. Im Wesentlichen Einheit, also in den Hauptsachen oder in der Hauptsache, würde Paulus vielleicht sagen. Im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Ich glaube, das fasst perfekt zusammen, diese Idee von christlicher Toleranz, gell, zu sagen. Es gibt wesentliche Dinge, da braucht man einfach Einheit. Ohne die geht's nicht. Sonst wird's auch schwierig. Dann gibt's Dinge, die sind nicht so eindeutig, die sind zweifelhaft. Und da müssen wir uns gegenseitig eine gewisse Freiheit geben. Da muss es Raum geben für verschiedene Ideen, für verschiedene Erkenntnisse. Das ist Toleranz, gell, nichts anderes. Und dann ganz, ganz wichtig in allem aber die Liebe. Das ist das, was Jesus will. Und ich glaube, das ist Gott auch am allerwichtigsten in der ganzen Diskussion. Und wenn wir dann noch weiter gucken, eine Bibelstelle habe ich uns noch aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5 zum Abschluss. Wenn wir das alles so sehen, auch hier fehlt uns, müssen wir eigentlich noch viel mehr dazu sagen, aber so in Kürze, ich glaube, wir sehen, auch hier wird differenziert. Die Frage ist ja auch immer, wie ist denn unser Gegenüber unterwegs? Jetzt kann es ganz unterschiedlich aussehen. Jetzt kann es manche Themen geben, wo wir nicht einer Meinung sind und wo der andere vielleicht, sag mal, sehr missionarisch unterwegs ist und sagt, hey, was ihr da macht, ist alles falsch und das ist total blöd und so. Und wenn wir das Thema dann hier in der Gemeinde haben, dann ist es natürlich ein Konflikt, den wir da haben. Das würde die Bibel vielleicht als unordentlich bezeichnen. Das sind nicht die Leute gemeint, die ihr Zimmer nicht aufgeräumt kriegen, sondern das sind die, die nicht in Gottes Ordnung leben. Das ist ein Unterschied, die hier gemeint sind mit Unordentlichen. Und dann sagt der Paulus hier, solche Leute muss man tatsächlich auch zurechtweisen. Da gibt es Grenzen auch für Toleranz. Die gibt's, aber das hängt ein bisschen auch von der Motivation des Gegenübers ab. Und dann ist hier die Rede von, dass wir Kleinmütige trösten sollen. Also Leute, die entmutigt sind, die den Mut verloren haben. Auch ganz wichtig. Und das ist eine komplett andere Situation. Da kannst du über das gleiche Thema reden vielleicht. Nur ist es einfach eine andere Situation, je nachdem, wie es dem anderen damit geht. Oder wenn es um die Schwachen geht, nehmt euch der Schwachen an, auch beim Thema Sünde. Gell? Dann ist es nicht dran, die zu verurteilen und zu sagen, ah, was hast du da alles falsch gemacht und das ist ja furchtbar hier und Gräuel vor Gott. Und nee, hilft dem überhaupt nicht, sondern da müssen wir die Leute annehmen. Und diese Unterscheidung zu machen, ich glaube, die hilft uns praktisch weiter. Und vor allem dann noch den Schluss zu sehen, die letzten Worte hier, seid langmütig gegen alle. Langmütig, geduldig könnte man auch übersetzen. Seid geduldig mit allen. Sind wir denn das? Ich bin nicht immer der Geduldigste, muss ich echt sagen. Also mir ist auch immer am liebsten, Dinge passieren schnell und zügig und es läuft was. Aber Geduld, ist immer schwierig. Gell? Ihr kennt ja dieses berühmte Gebet, Herr, schenkt mir Geduld, aber sofort. Gell? Aber ja, so geht es uns ja oft. Gell? Das ist ja oft unsere Idee davon. Und doch sagt Paulus, hier, wir brauchen viel Geduld. Und wenn wir ehrlich sind, warum brauchen wir denn diese viele Geduld? Vielleicht, weil Gott ja auch mit uns so geduldig ist. Könnte das sein, dass er da auch ziemlich viel Geduld oft mit uns hat und mit unseren komischen Ideen, mit unseren schrägen Ansichten, mit unseren wilden Aktionen, wo man manchmal hinterher denkt, oh, wie konnte man sowas nur sagen und hätte man sich nicht ganz anders verhalten müssen. Aber Gott ist geduldig, er hat unheimlich viel Geduld. Und ein Stückchen davon dürfen wir auch weitergeben.
Das sind einfach so ein paar Ideen zu diesem vielfältigen Thema. In den nächsten Wochen kommt vielleicht noch die ein oder andere Idee aus der Richtung auch bei manchen von unseren Themen in dieser Serie, die dann kommen wird. Aber ich würde vorschlagen, lass uns noch mal kurz ins Gebet gehen zum Ende von diesem Gottesdienst. Ich glaube, es haben wir ganz viel gehört in viele Richtungen. Hoffentlich nehmen wir mit die Geschichte mit der Hauptsache. Differenzieren ist ein wichtiges Thema. Und auch Gott zu vertrauen ist, glaube ich, ein Riesenthema bei dem Ganzen. Weil letztendlich wird er sich selber beweisen. Letztendlich hat er alles in seiner Hand. Und nicht wir sind immer diejenigen, die gucken müssen, dass alles richtig läuft und dass alles passt und so weiter. Das ist gar nicht immer unser Job. Aber lass uns doch nochmal gemeinsam beten. Je nachdem, was uns jetzt so beschäftigt, was wir vielleicht auch mitnehmen. Lass uns doch beten, dass diese Liebe und diese Geduld in uns wächst, oder? Vielleicht geht es euch ähnlich und ihr sagt auch, ich brauche da mehr davon. Vor allem bei diesen Themen, die wir vielleicht da angeschnitten haben. Vielleicht sagst du, hey, das fällt mir so schwer an den Stellen. Vielleicht hast du auch negative Erlebnisse eben einfach gemacht und sagst, das hat mich so geprägt. Und deshalb kann ich da gar nicht so tolerant und liebevoll mit dem anderen umgehen. Da war vielleicht eine Vorgeschichte. Aber dann lasst uns doch da nochmal ins Gebet gehen. Und Jesus, danke, dass wir jetzt am Ende von diesem Gottesdienst auch nochmal zu dir kommen dürfen. Und Herr, du siehst unsere Herausforderungen in diesen Themen. Und Herr, ich will zum einen beten, dass du uns hilfst, dass wir klare Meinungen haben, Herr. Dass wir Überzeugungen haben in unserem Herzen. Dass wir nicht von jeder Lehre hin und her geschleudert werden oder so, sondern dass wir wissen, wofür wir stehen und an was wir glauben. Danke, Herr, dass du uns diese Festigkeit auch geben willst, Herr. Herr, und dann wollen wir auf der anderen Seite aber auch diese Geduld und diese Liebe, die wir auch total brauchen. Auch gerade nach außen hin, aber auch intern unter uns Christen. Ja, wo wir da manchmal so weit weg sind und wo es so einfach ist, auch aus deinem Plan da rauszugehen und einfach andere schlecht zu machen und zu kritisieren. Wo das so einfach zu machen ist, auch in unserer Zeit mit unseren Möglichkeiten und Medien, Herr. Wie schnell schreiben wir irgendwelche Kommentare ins Internet oder sonst wohin, Herr. Aber Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und wir wollen dir heute Morgen sagen, füll du uns, Heiliger Geist, füll du uns noch viel, viel mehr mit dieser Geduld, mit dieser Barmherzigkeit auch für andere. Und auch mit dieser Weisheit, die wir oft brauchen. So wie dieser Kalif damals in Jerusalem, Herr. Schenk uns auch so eine Weisheit, dass wir da gute Entscheidungen treffen. Dass wir zu unseren Überzeugungen stehen, aber auch andere wirklich von Herzen lieben können. Danke dafür, Herr. Danke für deine Gnade und für deinen Segen, Herr. Lass uns doch jetzt Gott einfach auch nochmal alle Ehre geben.